Recht herzlich willkommen zur 20. Folge von Avorion. Ja, ich wollte die Trümmer ja abbauen, musste aber mich von den Xotan wegbewegen, weil die mich angegriffen haben. Ich weiß jetzt aber nicht, da unten sind sie. Ich weiß jetzt nicht, ob sie kommen oder nicht. Ja, die sind. Ne, sind doch nicht unterwegs zu mir, ne? Ne, nicht wirklich. Also, jetzt habe ich wohl so viel Entfernung, dass die mich nicht sehen wollen. Allerdings weiß ich jetzt auch nicht mehr, wo die Schiffe sind. Ich habe jetzt keine Ahnung. Warte mal, das ist da, oder? Ne, das ist ein Asteroid. Da müsste ich eigentlich nur. Ah, das sind jetzt aber die nächsten Ziele wahrscheinlich und ich bin weit weggeflogen, also. Ja, irgend. Oh, da. Ne, das finde ich nicht gut. Das ist da. Sag schon. Die Mining-Geschichte ist das da, die tun Wehrlose da sozusagen angreifen, das kann ja nicht sein, oder? 14? Ja. Ich glaube, der ist der Hintere. Den werden wir uns jetzt dann vornehmen. Kleines unbekanntes Schiff. So, dann machen wir das kleine unbekannte Schiff mal kaputt. Weil so geht's ja gar nicht, ne? So. So. Da unten müssen wir das ein bisschen im Auge behalten jetzt. Dass wir gleich nicht ganz kaputt sind. So, der ist hin. Und jetzt müssen wir den da unten mal. Ja, die treffen uns noch gut. Sehr aggressiv, ne, muss man sagen. Aber das werden wir jetzt gucken. Einen von euch haben wir ja schon mal, ne? Und da geht auch schon der nächste los. Allerdings kriegen wir da jetzt schon ordentliche Salben, ne? Da müssen wir ein bisschen aufpassen. So. Ja, ich glaube, jetzt müssen wir uns doch erst zurückziehen. Das wäre jetzt ein bisschen, ne? Zu sehr kaputt. So. Entfernung nimmt zu, wir sind ziemlich weit weg. Das ist die Frage, ob wir reparieren können schon. Wahrscheinlich nicht. Doch, können wir. Gut, dann gleich wieder hin. Und gucken. Aber vielleicht haben die auch repariert, ne? Ne, haben sie wohl nicht.
So, und jetzt noch den letzten gemacht. Vielleicht kriegen wir auch den Turm da abgeschossen, der uns beschießt, ne? Aber ja, jetzt kriegen wir keine Schüsse mehr gerade ab. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Und das war. Ja, okay, da haben wir jetzt wieder Bauteile gekriegt. Und wir haben mehr zum Abbauen, ne? Das ist. Ist aber nur ein Eisenwrack. Also, der ist jetzt nicht interessant, ne? Oder? Ist da irgendwo anders was? Das ist alles Eisen. Nee, das ist jetzt nicht interessant. Entschuldigung. So, da ist der nächste, ist auch Eisen. Zweite Wrack. Oder war das gleiche und das ist Eisen? Wo ist der dritte dann geblieben? Das ist die Frage. Da hinten. Und da sehen wir nichts. Das sind die Sensoren, die können uns dann nichts zu sagen. Achso, da war ein Lichtsprung. Okay. Und da ist auch nur Eisen drin. Also auch nicht interessant für uns. Und die anderen, die natürlich irgendwo auch noch rumfliegen. Die Wracks, keine Ahnung, wo die sind. Eisen, Asteroiden, Wrack. Das ist Bergbauschiff. Ja, da kann man jetzt durchblättern, ne? Aber ob das jetzt dann irgendwo alles auswählt, ist die nächste Frage, ne? Gut. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal hier Ruhe geschaffen. Der Bergbaukollege da, der kann auch wieder in Frieden arbeiten. Das sind jetzt alles keine Sachen, wo ich sagen würde, brauche ich was von. Titan war das, was wir haben wollten, wenn. Sieht aber nicht so aus, oder? Ne, nicht wirklich, dass hier irgendwo was ist. Der Haufen da hat da unten, glaube ich, Titan, oder? Das sieht nach Titan aus. Und da auch nochmal. Würde ich sagen, oder? Fängt da noch nicht drauf an, wir sind noch zu weit weg. So, irgendwie bei 75 oder sowas, ne? Noch nicht mal. Jetzt baut er einen ab, oder was? Hallo? Was ist denn da unsere Waffe? Hm? Ach, ich weiß warum. Wir brauchen den zweiten und nicht den dritten. Der dritte ist zum Abwracken. Das war das Problem, alles klar. Gut, dann bauen wir das mal gerade ab. Da hinten links ist ja noch einer. Den müssen wir dann auch mitnehmen. Also müssen wir nicht, ne? Nehmen wir mit. Wenn wir noch mehr Titan kriegen, dann müssen wir das Schiff vielleicht ein bisschen vergrößern noch. Ah, ist schon ausgewählt, sieht man nur so schlecht. Ja, das ist ein dicker Klotz wieder wohl. Ja, unser Schiff vergrößern, definitiv, um mehr Möglichkeiten zu haben, ne? Zum Abbauen, zum Schießen.
Während die Waffen, die wir ja haben, im Endeffekt auch relativ gut sind schon, ne? Da müssen wir sicherlich noch was steigern. Aber erstmal sind die schon gar nicht mal so schlecht. Wir sind ja auf jeden Fall nicht mit einer Unterlegenheitsanzeige unterwegs, ne? Das hat schon mal einen Vorteil. Ja, das ist ein dicker, fetter, großer Klotz, den wir jetzt gerade abbauen. So, und da müssen wir eigentlich auch sehen, dass wir Richtung Sektor weiterkommen. Täusche ich mich oder leuchtet da oben irgendwas Blaues? Müssen wir gleich mal gucken. Das ist ein anderer. Jetzt so oben auf der Ecke von dem Asteroiden hier. So, hier, jetzt decke ich es zu. Und jetzt wieder auf. Da ist irgendwas am Leuchten. Aber ich kann mir auch vertun, sicherlich. Ja, müssen wir gleich mal gucken fahren. Entweder da ist ein Asteroid mit blauem Zeug drin, was ich nicht weiß jetzt, ob das da gibt. Oder aber die zweite Möglichkeit, da ist irgendwie so ein geheimes Lager. Das gibt's ja auch. So, jetzt den dicken Klotz hier weg. Wir hoffen, dass wir dann durchgucken können, so dick wie der ist. Oh, dahinter, na, aber das ist eine dünne Schicht, der geht schneller. Aha, Subraumsignale sind erfasst worden. Das heißt, der nächste Gegner kommt. Piraten greifen den Sektor an, ja, ist klar, ich bin hier. Sehe ich irgendwo, ah, da unten, Vierer oder so. Komm, mach den weg jetzt hier. Der geht auch schnell. Ah, der wird wieder länger dauern noch, ne? Ja. 1, 2, 3, 4, sogar 5 Piraten sind das. Ja, ist nicht ohne 5, ne? Komm schon, wird fertig. Und sind die gleich schneller da und ich kann nicht. Na, los. Oh, das ist noch nicht mal alles gewesen. Komm weg damit. Das geht zügig. Jetzt haben wir nur noch diesen Kranz hier. Der sollte aber auch schnell gehen, ne? Das ist eine Ecke, oder? Ja, das war das ganze Teil sogar, cool. So, den noch weg und dahin das Blaue angucken. So, was ist das? Was ist das? Geheimer Vorrat. Ah, gut, haben wir entdeckt. Und wie kriege ich den mit? Das ist die Frage, ne? F, interagieren. Öffnen. Oh, da war was drin. Ein Bauteil. Keine Ahnung, was für einer. Shift-Taste, komme ich da hin und kann das sehen? Ein Schildbooster. Außergewöhnlich war der sogar. Wow. So, wo sind denn die Piraten? Da unten sind die Piraten. Wahrscheinlich greifen die wieder den Dingens an. Den Bergbauroboter. Ja, gut, aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal eine Pause. Und ja, schauen dann in der nächsten Folge weiter, ob wir die angreifen oder nicht. Müssen wir dann mal überlegen. Ne? Wir hatten ja natürlich auch noch ein bisschen Titan.
Mal schauen, was wir da machen, ne? Okay, dann recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao.